dazu. Wir kommen zu Mensch Nummer 3 und das mal ein bisschen Star Power. Oliver Seidel hat es angekündigt, Star Power, klar, die Fans fordern den Watschen Club, aber die sind es auf jeden Fall nicht. Ja, und Oliver Seidel kündigt es an, es ist George Kukas. Film dabei bei Gunpowder Milkshake und hatte natürlich auch eine wichtige Rolle in der Serie 4 Blocks. Die Serie kann ich euch nur empfehlen. Ja, Kukas, ein Riese. Aus Syrien hierher nach Deutschland und erobert das deutsche Wrestling. Bones kommt hier zum Ring, John Klinger. Ein Mitglied der Blutsbrüder, wie Oliver Seidel angekündigt hat, ist hier John Klinger, the Bad Bone. Er ist natürlich beliebt. War ja natürlich auch in Amerika unterwegs. War ja bei TNA Impact. Ja, und jetzt macht er das deutsche Wrestling hier unsicher. John Klinger. Aber Leute, dieses Match, John Klinger, Bad Bones gegen George Kukas. Wirklich ein Hammer-Match, was sich die COW ausgedacht hat. Ja, ein bisschen geteilt die Fans. Ein Teil für Bad Bones. Und Kukas zeigt es an. Haha, ein Lächeln. Da habe ich auch ein paar Fans. Da kommen jetzt auch die Kukas-Rufe, ja. Kukas, du hast dich nicht verhört, du brauchst die Ohren nicht putzen. Die rufen wirklich deinen Namen, aber hier Bad Bones. Er ist auch beliebt hier bei der COW. Ja, Bad Bones ist ja wirklich in gefühlt jeder deutschen Wrestling-Liga schon angetreten. Aber Bad Bones hier bei der COW immer gern gesehen. Ja, und beides sind sich auch sehr, sehr ähnlich. Also für viele Gegner sind sie sehr, sehr unangenehm, denn die sind sehr, sehr hart. Und ja, da wird er mit irgendetwas beworfen. Ja, Bad Bones. Ja. Ja. Hat er getroffen? Hat er nicht getroffen? Aber Bad Bones, ja, ist nicht so angenehm für ihn, für seine Finger. Aber wir wollen jetzt hier ein Wrestling-Match sehen und es geht jetzt auch hier los. Ja, das erste Kräftemessen. Sieg für Kukas.
erstmal ein Abtasten bei den Fans, so wie es hier aussieht. Aber jetzt wieder ein Kräftemessen. Gewinnt wieder Gukas für sich. Er kann sich bei uns aus diesem Griff befreien. Jetzt kommt der Whip-In, kann sich befreien. Oh, Schulterblock von Gukas. Haut ein Bad Bones von den Matten. Ja, die typische Blutsbrüder-Geste. Eine kleine Verhöhnung von Gukas. Ja, ist die Frage, soll er das lieber nicht sein lassen und Bad Bones nicht wütend machen? Aber Bad Bones, sehr, sehr ruhig der Typ. Flippt nicht gleich aus, sehr, sehr konzentriert. Hat jetzt auch hier Gukas im Griff. Ja, aber Gukas kann sich nicht befreien, aber jetzt doch ein Whip-In. Ah, aber der Schulterblock wieder von Gukas. Na, Bad Bones überlegt sich wahrscheinlich eine neue Taktik aus. Also bisher klappt es nicht so ganz. Gukas verhöhnt ihn da ein bisschen. Ja, die Vorteile, muss ich ehrlich sagen, liegen momentan bei Gukas. Ah, der Tritt wieder von Gukas. Mit dem hat der Bad Bones nicht gerechnet. Uppercut. Oh, ein Job gegen Bad Bones. Whip in, Reversal. Und Schulterblock gegen Gukas. Jetzt hat Bad Bones ihn auf der Matte. Schnappt ihn sich gleich, ein Job hinterher und in die Ringecke. Ja, Whip-In in die andere, aber es gibt ein Reversal, noch ein Reversal. Vielleicht muss man Reversal sagen. Er hebt ihn hoch, ein Hip-Toss. Schön gemacht von Bad Bones. Ja, und Gukas geht erstmal aus dem Ring. Ja, da hat Bad Bones die Oberhand übernommen in diesem Match. Und Gukas muss sich jetzt erstmal sammeln. Ja, Bad Bones geht jetzt in die Seile. Kommt da rausgesprungen. Er kommt rausgesprungen. Ja, die Fans vorne dran. Den freut's. Bad Bones natürlich auch. Ja, da zeigt er den Fans. Ja, schaut euch dieses Gesicht an. Ja, macht ruhig Fotos. Da freuen sich natürlich die Fans, die Stars so nah zu haben. Boah, Job von Bad Bones gegen Gukas, aber Gukas kontert. Oh, da legt er sich mit dem Fan an. War natürlich nicht erfreut, dass der Fan ihn gefilmt hat. Ja, was zeigt er uns jetzt? Gukas steht natürlich auch. Ja, da kommt er angesprungen, aber Gukas schnappt ihn sich. Kommt das Cover hinterher? Nein. Ja, jetzt sieht das erst. Jetzt das Cover. Eins, zwei. Aber Bad Bones kommt da natürlich raus. Und jetzt hängt er an den Seilen. Ja, Gukas setzt auch nach. Ja, um dieses Match zu gewinnen, ist es natürlich auch sehr, sehr wichtig, dass er danach setzt gegen den Bad Bone. Jetzt das Bein gewürgt, aber natürlich nicht erlaubt, wird vom Ringrichter angezählt. Er sagt es ihm auch. Gukas will natürlich dieses Match gewinnen, aber Bad Bones kommt da hinterher. Jetzt kommt der Body Slam. Ah, Knee Drop. Und das Cover. Eins, zwei. Schon wieder zwei. Ja, jetzt geht's gegen die Schulter von Bad Bones. Ja, der kommt auch angerannt gegen die Seite von Bad Bones. Oh,
Jetzt hat er im Aufgabegriff, aber wird Bad Bones sich hier befreien können oder wird er aufgeben? Ja, das sind zwei Wrestler. Ja, schön gemacht hier. Double Underhook Suplex von Lukas. 1-2. Ja, da kommt Bad Bones raus. Wenn man schon dieses Match hier sieht, wirklich ein Main-Event-Charakter hier dieses Match. Lukas gegen Bad Bones. Aber wir haben auch zwei Star-Power später im Main-Event. Da geht es um den COW Heavyweight-Title. Den Drake Destroyer hält gegen Marius Alani. Muss er ihn verteidigen. Wird natürlich auch ein heftiges Match werden. Aber jetzt hier, Lukas hat jetzt auch diesen Whipping gekontert und kommt jetzt eine Suplex. Ja, der Ansatz ist schon da. Oh, der wirft der Bad Bones fast auf die andere Seite das Cover hinterher. 1-2. Oh. Ja, man sieht, Lukas kommt immer näher und näher an die 3. Aber ist natürlich auch etwas gezeichnet gegen Bad Bones. Kann man natürlich auch verstehen. Da braucht man Kräfte, so ein Kraftpaket wie Bad Bones überhaupt hoch zu lupfen und zu werfen, was auch Lukas jetzt vorhin gemacht hat. Ja, jetzt verhöhnt er ihn ein bisschen, aber ist die Frage, ist das gut, Lukas? Ja, da kommt die Antwort von Bad Bones. Lukas schnappt sich den Finger, aber da beißt Bad Bones in die Finger von Lukas. Da kommt der Schlag hinterher, jetzt aber von Lukas. Bad Bones wieder. Und Lukas. Bad Bones. Jetzt kommt der, nee, doch kein Whip-In, war doch ein Ansatz von Lukas. Aber jetzt kommt er, Reversal. Ja, da geht Bad Bones selber in die Saloon. Clothesline von Bad Bones. Noch eine Clothesline. Da zeigt das an. Komm her, Lukas. Da schnappt er in sich. Und German Suplex von Bad Bones. John Klinger. Ja, schöne Aktion von Bad Bone. Jetzt kommt er angerannt. Aber da kommt auch gleich der Boot von Lukas. Wow, das war gekontert von Bad Bones. John Klinger, das Cover gleich hinterher. 1-2. Da, oh, das war nur 2. Jetzt muss nur Bad Bones John Klinger nachsetzen. Oh, oh, dieser Finger zeigt es natürlich an. Bad Bones John Klinger. Oh yeah. Ein Fan von Macho Man Randy Savage Digit. Und da kommt jetzt auch gleich der Elbow. Da kommt er angeflogen, aber Lukas rollt sich auf die Seite. Covert er ihn gleich. Er covert ihn. 1-2. Oh. Das war sehr, sehr knapp. Das hätte es für Lukas sein können. Hätte sich diesen Sieg holen können, aber Bad Bones John Klinger kam da raus. Aber ich bin mir sicher, hätte der Elbow gesessen, dann wäre es vorbei gewesen für Lukas. Aber da kommt jetzt Lukas, schmeißt ihn wie ein Sack Kartoffel auf die Matte. Ja, jetzt setzt er hier. Setzt er hier den Spinebuster an. Ja, da kommt jetzt auch das Spear. 1-2. Boah, nach dem Spinebuster und Spear. Fast das Cover. Der Sieg für Lukas. Aber er kann es auch schon nicht glauben. Also man sieht es jetzt in seinem Gesicht. Auch wenn 2/3 des Gesichts mit Haaren bedeckt ist. Aber man konnte sehen, er kann es nicht fassen. Ja, was zeigt er jetzt an? Ja, während es vom Bad Bones John Klinger mehr als Respekt für den Macho Man gezeigt wird, ist es eine Verhöhnung von Lukas. Ja, zeigt er uns jetzt der Elbow?
So wie es aussieht, ja, aber... John Klinger steht auf ihr 1-1. Springt auf die Seile hoch, kommt jetzt ein Superplex von John Klinger, der kommt. Und das Cover, nein. Da kommt jetzt der Pile Driver von John Klinger, das Cover 1, 2, 3. Das war's für Gukas. John Klinger, Bad Bones gewinnt dieses Match nach einem Pile Driver. Was für ein Finale haben wir hier gesehen zwischen Bad Bones, John Klinger und Gukas. Ein wirklich sehr, sehr hartes Match, wer Power Matches liebt. Ja, Bad Bones, John Klinger will den Ring für sich haben, schmeißt jetzt auch hier Gukas aus dem Ring. Und lässt sich natürlich von den Fans feiern, Bad Bones, John Klinger. Aber es war wirklich ein ausgeglichenes Match, das sich jetzt auch Bad Bones am Schluss für sich entscheiden konnte. Natürlich auch verdient. Und Leute, auf jeden Fall noch dranbleiben, denn wir sehen noch ein Tag Team Titelmatch. Dann geht es noch um den COW Heavyweight Title. Und Bad Bones lässt sich hier feiern. Und ist er jetzt vielleicht ein Kandidat für einen Title? Müssen wir mal für die Zukunft mal abwarten. Ja, Leute, jetzt.